MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Heute an einem wunderschönen Mittwoch und ich würde mal sagen, wir starten schon mal den Motor. Der Rest ist schon alles an. Wir fahren ja immer noch diesen kleinen schönen Panzer zu seinem Zielort. Und das Ganze mit einem Iveco, der jetzt nicht wirklich stark auf der Brust ist, aber das Ding locker wegzieht. Und das finde ich wiederum sehr cool daran. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal hier in die Fahrt. Ich habe gehört, dass die letzte Folge komischerweise komplett asynchron wurde, ab 2 oder 3 Minuten. Leute, ohne Spaß, ich habe die Scheiße bearbeitet und nochmal nachgeguckt. Es war nichts davon zu hören. Ich weiß nicht, was YouTube mit diesem Video gemacht hat, aber dieses Mal war es leider nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, was die sich da wieder eingefallen lassen haben. Keine Ahnung. So, wir kamen ja jetzt hier aus dem Zwischenstopp in Köln, damit die Stadt ebenfalls vollständig ist, und fahren jetzt wieder nach Stockholm, damit wir die Fracht auch endlich los sind. Achso, für die Leute, die auf den Landwirtschaftssimulator 2017 bei mir warten, am Donnerstag geht es los. Und dann immer von Donnerstag bis Sonntag. Also, so wie damals immer die Videos kamen, wird der LS17 der erste Simulator zusätzlich zu den anderen werden. Ich wollte gerade sagen, ich sehe doch da oben eine Spiegelung hier. Und ich konnte sie nicht zuordnen, jetzt kann ich sie zuordnen. Hier überholt uns einfach einer ganz gemütlich mit seinen Kühen im Gepäck. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss sagen, ich bin wirklich extremst überzeugt vom LS17. Hat natürlich auch seine negativen Seiten. Die werde ich euch in der ersten Folge etwas näher bringen. Aber sonst bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit dem Spiel und hat auch coole Features, muss ich schon zugeben. Aber was ich auch sagen möchte ist, ihr habt ein Thema vorgeschlagen, was ja momentan in aller Munde ist, und ja, das möchte ich natürlich zusammen mit euch durchgehen. Es geht sich um die sogenannten Horrorclowns. Das sind so Spaßvögel, die meinen, Leute zu pranken, Leute zu erschrecken. Das hat in der USA alles seinen Ursprung und ich bin ehrlich, es sah auch immer ganz lustig in den Videos aus. Die Problematik ist einfach darin, das sagte Nini auch schon mal, und dann macht man sich dann doch deutlich mehr Gedanken, was wäre, wenn, ne, die betroffene Person Herzinfarkt dadurch erleidet? Was wäre, wenn die betroffene Person schwanger ist und dadurch ihr Kind verliert? Durch diesen Prank, durch dieses Erschrecken. Was wäre, wenn die Person, die erschreckt wird, stürzt und dadurch sich so schwer verletzt, dass sie nie wieder arbeiten könnte? Oder was auch immer. Darüber machen diese Leute sich, glaube ich, relativ wenig Gedanken. Und darüber möchte ich gerne diese Folge sprechen und auch eure Meinung hören. Das heißt, hier ist meine Frage für euch in dieser Folge. Ihr könnt euch darüber Gedanken machen und von mir aus auch einen langen Text schreiben oder einfach nur eure kurze Meinung. Und zwar möchte ich von euch wissen, was haltet ihr von diesen Horrorclowns? So, ihr bekommt jetzt meine Antwort zu hören, und zwar, ich finde es uncool. Es hat, also nicht nur uncool, sondern auch total unnötig. Es hat weder etwas mit Halloween, es hat weder etwas mit Ethik noch mit sonst irgendetwas am Hut. Es erfüllt keinerlei Zweck, außer der Belustigung derjenigen, der hinter, also die Leute, die hinter der Maske stecken halt, ne? Für die ist das ganz lustig und toll, bis es zu einem Unfall kommt, wie vor kurzem, dass der 14-jährige junge Bursche ein Messer zieht und den Clown niedersticht. Tja, das sind so Sachen, die dann passieren können. Oder der eine Junge, der weggelaufen ist, sich die ganze Hand aufgeschlitzt hat. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, wow, hier in Aachen ist es ebenfalls vorgekommen. Da ist ein junger Mann auf dem Fahrrad so erschrocken worden, dass er vom Fahrrad gefallen ist und ins Krankenhaus musste. Ne? Also das sind so Sachen, wo doch diesen Menschen, die meinen, lustig zu sein,
klar werden muss, scheiße, ich begehe eine Straftat. Nicht nur die Straftat, dass er gegen das Vermummungsgesetz wieder stößt, sondern auch eine Straftat, schwere Körperverletzung. Oder einfache Körperverletzung, ne? Schwere Körperverletzung ist ja nur, wenn ein Gegenstand genutzt wird. Sei es auch nur ein Baseballschläger, der in der Hand gehalten wird. Das reicht. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass es total unnötig ist, so eine Scheiße zu machen. Und ich hoffe, dass es einfach nur ein kleiner Hype ist, der jetzt rüberschwappt und bald wieder verschwunden ist. Also ich denke mal, das wird auch bald so sein. Wir warten jetzt alle mal Halloween ab, weil sie ja sagen, oh, dann geht's richtig ab. Ich kann nur sagen, wenn ihr sowas seht, Leute, ruft direkt die Cops. Und fertig. Ruft die Cops von mir aus, lauft weg. Passt auf euch auf und ruft die Cops währenddessen. Wenn er immer noch hinterherläuft, sagst du den Cops die ganze Zeit am Telefon, wo du bist. Fertig. Wenn du natürlich langsam bist, kannst du ja schlecht weglaufen. Rufst du die Cops, machst du Lautsprecher an. Meiner Meinung nach. Ansonsten, wenn du alt genug bist, kauf dir Pfefferspray und leg los. Immer rauf auf die Maske. Das brennt auch, wenn es nur die Maske trifft, Leute. Es muss nicht direkt die Augen treffen. Von daher hilft das auch. Ich möchte euch nicht zu einer Straftat oder so bewegen, aber ich kann ja nur sagen, was ich machen würde, ne? Wenn du definitiv erwachsen bist, hau ihm einfach auf die Fresse. Ganz einfach. Einfach damit kontern, was er tut. Vielleicht hast du auch so ein kleines, so eine kleine Mini-Kettensäge dabei oder so und holst sie dann raus. Die Mini-Kettensäge Pro. Gegen jeden Clown einsetzbar. Ich finde es übrigens cool, dass sich so viele Leute immer wieder auf den ETS 2 freuen. Das finde ich natürlich total cool. Und ich möchte auch nochmal allen Zuschauern ein herzliches Hallo senden, da es ja wirklich mittlerweile so viele neue gibt, dass ich die gar nicht mehr bei Namen nennen kann. Ich hatte damals, wo ich angefangen habe mit YouTube, meine ersten 12 Abonnenten waren meine Kumpels. Das sind die, glaube ich, mittlerweile immer noch. Und ja... Danach, die Abonnenten, die danach kamen, habe ich namentlich mich bei bedankt. Ich bin auf den Namen gegangen, habe eine Nachricht geschickt und gesagt, hey, danke für dein Abo, freut mich und viel Spaß mit meinem Content. Und ja, das sind diese Unterschiede, die man dann einfach macht gegenüber anderen. Genauso wie wir das machen mit den Livestreams. Ne? Wir beantworten Fragen, Haufen Fragen, die sonst untergehen würden bei größeren. Selbst wenn wir jetzt wachsen sollten. Achso, ich möchte gerne etwas ankündigen. Und zwar hatten wir ja letztens den 12-Stunden-Livestream. Und ich möchte nochmal so ein 24-Stunden-Ding machen. Definitiv. Habe ich nochmal Bock drauf. Auf die Hoffnung, mit vorzeitigem genügenden Schlaf, dass ich auch diese 24 Stunden schaffe. Und deshalb wäre es cool, wenn wir das ansetzen könnten. Und zwar setze ich das jetzt an. Wenn wir 100.000 Abonnenten geknackt haben, danach zum nächstmöglichsten Punkt, Zeitpunkt vor allen Dingen, werden wir dann den 24-Stunden-Livestream setzen. Das klingt doch alles positiv, oder? Also mir gefällt so die Aussage. Ja, es sind noch 1240 Kilometer, Leute. Das ist natürlich ein Stück... entfernt. Wow. Okay, weil ich die ganze Zeit die Maus nicht bewegt habe, hat die sich abgeschaltet. Ich dachte gerade nur so, okay, die Maus funktioniert nicht mehr, jetzt stehst du hier. Boah, super nett von dem, der hat abgebremst. Ja, so ein Panzer ziehen ist natürlich jetzt auch nicht mehr von heute auf morgen gezogen, sondern macht auch noch richtig viel Spaß. Vor allen Dingen aber... Es ist interessant zu sehen, wie man damit fährt. Also es ist deutlich schwerer als gedacht.
das? Achso, in den ersten zwei LS17 Folgen werdet ihr einen Fehler sehen, und zwar habe ich oben einen schwarzen Balken drin. Ich habe das Bild aus Versehen runterrutschen lassen. Und deshalb habt ihr leider da oben so einen komischen schwarzen Balken. Ich hoffe, dass er demnächst dann nicht mehr da sein wird. Ich bin den Leuten, glaube ich, zu langsam. Kann das sein? Haben wir eigentlich schon getestet, wie schnell wir mit dem Panzer fahren können? Im Übrigen ist das ein M1990 Farmpanzer, 42 Tonnen. Ach so, zum Thema Panzerfahren. Es hatten ja viele gefragt in den Kommentaren wieder und per Facebook, wie man diesen Mod denn bekommt. Und es ist nicht kostenpflichtig, es kostet euch gar nichts, außer einfach den Link in der Beschreibung anzuklicken. Ihr wolltet, dass ich es verlinke, und jetzt findet es immer noch keiner. Und das ist echt langsam, naja, nicht mehr mein Fehler. Ne? Sind wir mal ehrlich. So, wir machen den Tempomaten mal aus und gucken mal, was der Iveco so kann mit einem 42-Tonnen-Panzer hinten dran. Los geht's. Und ich bin ehrlich, es wurde bestätigt in den Kommentaren, Iveco ist jetzt nicht die Top-Marke, die man sich vorstellen kann. Aber man muss einfach sagen, das Ding hier ist gut. Sehr leistungsstark. Ich meine, den 42-Tonnen-Panzer kann nicht jeder ziehen, ne? Musste schon Muckis für haben. Kommt natürlich auch auf die Motorisierung an und so, aber die Qualität scheint in Ordnung zu sein. Leck mich am Arsch. Schon wieder falschen Knopf gedrückt. Mann, hä, wo ist denn das jetzt nochmal da? Ne. Doch hier, 1% Schaden, okay. So, wir machen den Route Advisor mal aus. Ne, wir müssen den wieder anmachen, sonst sehen wir gleich nicht unsere schöne Geschwindigkeit. Achtung, Leute, jetzt wird's kritisch. Vorsichtig. Jetzt rappelt's ganz kurz. Ich hoffe, ohne Schaden. Ja, sehr gut. Da gibt der Assi Gas, ne? Das ist echt nicht schön. Fühlt man sich total verarscht. Vielleicht fahren wir doch Richtung Bremen. Nein, natürlich nicht. So, wir fahren jetzt gerade 121 km/h. Ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, ich teste jetzt einfach, was geht. Und werde dann gleich wieder natürlich vernünftig fahren. Nur es fragen ja immer so viele. Der Spritverbrauch ist okay. Mit Vollgas bei 124 km/h 52,7 Liter. Im Durchschnitt haben wir nicht wirklich viel weniger verbraucht. 42, 10 Liter. Ist jetzt nicht die Welt. Jetzt nehmen wir nochmal ein gutes Stück Beschleunigung mit. 127. War bis jetzt das höchste. Ich glaube, mehr ist auch nicht drin. Mehr kriegt der Motor da nicht rausgeholt. Wie gesagt, ich gebe jetzt die ganze Zeit Vollgas. 126. Da kommen nochmal 22.000 von Arthur rein. Vielen Dank, Arthur. Hundertsiebenundzwanzig km/h, 128. Der Iveco ist nicht verkehrt, ne? Also muss ich zugeben. Vor allen Dingen kommen wir so relativ schnell ans Ziel.
Ich glaube, wenn wir jetzt die 15 Minuten Vollgas durchfahren, sind wir diese Folge noch da. Sollen wir es ausprobieren? Ja, komm, wir probieren es aus. Ich versuche natürlich... Wow, jetzt geht's ab. Ja. 135, 136, 37, 38, 39, 139 km/h gerade. Das ist so das Kurvenlimit, glaube ich. Ich glaube, sind wir schneller oder die Kurve enger, ist es schon vorbei. Der Rocket Leech Ball hängt, hoppala, hängt fast an der Decke, wenn wir in eine Kurve reinfahren. Das ist schon heftig. Das sieht schon cool aus, wenn so ein Panzer hinter einem herfährt. Oh Scheiße, das war klar. Kein Unfall? Nichts? Hat er etwa hinter mir rechtzeitig gebremst? Unfassbar. Boah. Na, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich muss jetzt ganz nah an den Rand fahren, weil sonst... Hoppala. 1% Schaden. Oh, hätte ich nicht geguckt. Hätte ich nicht rausgeguckt, Leute. Interessantes Rennen. Der MAN dürfte eigentlich locker flockig gewinnen, da er eine deutlich geringere Last fährt, aber anscheinend nicht. Wobei der Schatten auch sehr geil aussieht. So, wenn wir mal was langsamer hier. So, es geht jetzt Richtung Rostock, Berlin. Ich meine, durch die Höchstgeschwindigkeit, was war das? Durch die Höchstgeschwindigkeit, die wir gerade gefahren sind, hatten wir tatsächlich gerade den Vorteil, dass wir verdammt viel Zeit gut gemacht haben. Wenn man das mal überlegt, wir sind nur noch 965 Kilometer entfernt, wir sind bei, glaube ich, 1200 Kilometer gefahren. 15 Minuten, na, 18 Minuten haben wir jetzt die Aufnahme schon. Und es sind über 400 Kilometer weg. Also das die Zeitersparnis ist schon enorm. Aber leider wieder ein Prozent Schaden. Schade. Echt, weil der Auftrag bringt 60.000 Ocken, Leute. Ich wäre nochmal seit langem für eine Neuauflage vom Scania Truck Driving Simulator. Das war cool. Das fand ich wirklich geil. Auch wenn es nur Scania-LKW gab, aber das war noch so ein Highlight. Vielleicht als Retro-Rückblick. Mal gucken, ob ich die CD finde. Sollen wir nochmal manuell fahren? Gameplay? Nein. Controller-Einstellungen, genau. Haarschaltung. Da können wir die Gänge noch ein Stück weit mehr ausfahren. Und ich denke mal, das bringt's dann schon. Da ihr eh wolltet, dass ich wieder manuell fahre, machen wir das doch einfach wieder.
Mich wundert es, dass wir noch kein Ticket bekommen haben. Ja, bergauf oder leichte Steigung mag Iveco nicht so. Aber ich meine, wann fährt man auch 114 mit dem LKW, ne? Also ist ja eher unwahrscheinlich. Der LKW hat so seine Wehwehchen. Auf geht's. Oh mein Gott. Boah, war das Glück. So, wir fahren mal 90 km/h. Dann sind wir ein bisschen schneller als sonst. Aber nicht zu schnell, dass wir Kurven und so nicht bekommen. Alle Achtung, Herr. Das war aber gerade knapp. Mein lieber Verwalter, Herr. Darf man nicht mal was trinken hier? Auch vorsichtshalber in die Mitte. Man weiß ja nie so richtig, ne? War auch die gute Entscheidung, denke ich, ja. So, die nächste Tankmöglichkeit müssen wir in Anspruch nehmen. Sonst sind wir leer, sonst nuckeln wir am Ende nur noch rum. So, wie lange soll der Sprit angeblich noch halten? Hat er gar nicht die Anzeige, ne? Nein, tatsächlich nicht. Wie geht denn das eigentlich mit dem Zoomen? Das war doch damals mal in einem Update drin. Mal gucken. Aha. So. Jetzt gucken wir da mal. Ah. Okay, das ist cool. Schön, dass wir das Feature jetzt auch endlich nutzen. So kann man ja viel besser alles lesen. Ja, der Verbrauch ist in Ordnung, ne? Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ist okay. Huch. Okay, Spielerei und Hubi verfährt sich schon. Hallo Eismann. Ist mein Brötchen irgendwie runtergefallen oder habe ich gar keins dabei gehabt? Ah nee, wir haben ja nur die Kühlbox für die kalten Getränke dabei. Ich meine, ich bin auch manchmal langsam unterwegs, aber einige von denen hier... Hoppala, das war Schaden. Ne? Ja, war klar. Hoppala. Ich bin ehrlich, das hörte sich nicht gesund an. Atomkraftwerke, oder? Könnte das sein? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube nicht. 41.000 von Valentino. Coole Sache. Sag mal, Leute, kommt hier nochmal irgendwo eine Tanke oder so? Oh wei, oh wei. Erst in Getze, aber da fahren wir gar nicht hin. Okay, wir müssen einen Abstecher machen. Ist ja nicht so schlimm. Ah, dann sind die Kilometer ja gar nicht mehr so viel. Ich dachte, wir wären Ewigkeiten unterwegs, aber... Okay, dann halt nicht. Oh, fuck. Stau. Stau in Rostock. Das gibt einen Unfall, das war so klar. Ich habe voll in die Eisen gehauen, Leute, aber... Sind wir mal ehrlich, wir haben einen Panzer hinten drauf. Eieieiei. Ich meine, hier sind immer noch 80, aber bis wir die erreicht haben, sind wir, glaube ich, in der Kiste. Was ich wohl sagen muss, ist, dass der Iveco mit diesem Gewicht deutlich besser als, auf der Straße liegt als unser Scania mit dem anderen Panzer. Wenn man das mal so vergleicht. Ist schon ein Unterschied. Na, jetzt haben wir. Man hört ihn zwar auch jetzt, aber ist nicht so schlimm. Jetzt kommen wir vorwärts. Denn die andere Gangreihe ist zu lang übersetzt. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12. Funktioniert nicht so gut wie 1, 3, 5, 7 und so weiter. So, ganz kurz hier anhalten. Zack. Nach Trelleburg. Nerd, 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 nerd. Und natürlich regnet es hier. Ist das ekelhaft. So, jetzt fahren wir flott. Der war gut. Nur noch zur Tankstelle. Hoppala. Eieieieiei.
Es ist tatsächlich extrem schwer mit Überbreite zu fahren, aber das Ding hat ja wirklich Überbreite. Ja gut, das Schild werden wir leider umsäbeln müssen. Oh. Das passiert leider. Na, ist jetzt nicht so tragisch, ne? Sind wir mal ehrlich. Das Problem ist aber auch, dass im Iveco nichts reinpasst, ne? Ein bisschen. Super. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hier beim Euro Truck Simulator 2. Bis dann, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut!